Ja, also, dieses Mal auf Deutsch. Ich habe das Ganze ja schon auf Englisch einmal durchgezogen. Und zwar auch ziemlich, ja, nicht konstant, permanent, keine Ahnung. Okay, also dieses Mal auf Deutsch das Ganze. Muss mal gucken. Schwierigkeit Standard. Nehme ich Hardcore diesmal, weil ich kenne ja das Ganze mittlerweile. Lautstärke Musik. Die mache ich noch ein bisschen leiser. Sagen wir mal 50%, das sollte reichen. Vielleicht auch 40. Nicht, dass die Gamer mir dann reinfuscht. Die Stimmen und Effekte, ja, passen so. Untertitel Vollbild. Mehr geht nicht. Gamma. Ich glaube kaum, dass wir das irgendwie so hell wollen oder dunkler. Obwohl, dunkel sieht gar nicht so schlecht aus. Gucken wir doch mal. Ja, gucken wir mal, wie es wirkt. Und ja, wir fangen ein neues Spiel an. Ja. Durchstarten eines neuen Spiels oder Laden eines gespeicherten Spiels wird automatisch gespeicherte Fortschritte überschrieben. Ja, lustigerweise haben wir einen Speicherpunkt, wo wir das Ganze vorher gespeichert haben. Also könnten wir theoretisch wieder darauf zurückgreifen. Gut, jetzt kommen wir wieder. Ich nehme mal die Maus aus dem Bild. Zum Deep in großen the lands of Zaran, the humans of Koopa Keep struggle to stay alive, as they are attacked by the wicked Drow Elves of Larnia. Darkness falls as the humans beg their king to save them, a noble king known only as the Grand Wizard. For 1,000 years, the battle has been waged, with only the bravery of the Grand Wizard to protect his human followers. But even though the Wizard King is so undeniably cool, the Drow Elf armies continue their attacks. They seek the humans' most treasured relic, the Stick of Truth. But the tides of war are soon to change, as news of a new kid spreads throughout the land. In order to save the humans, the Grand Wizard must get to the new kid before the Drow Elves can manipulate his mind and use him to take the sacred relic from human hands. For whomever controls the stick, controls the universe. Ja, wie gesagt, jetzt auf Deutsch, demnach die Untertitel auf Deutsch. Englische Texte waren noch nicht oder sind nicht verfügbar. Ist ja fast grau. Ja, nehmen wir einfach mal West Jersey. Haare sind im Endeffekt ja eh egal, weil die unter einem Helm verschwinden werden. Aber ich werde einfach mal die hier nehmen. Das sieht so nach Skater aus und blond. Dann noch mehr. Aber ich bin gerade am Überlegen. Oh, das sieht interessant aus. Das behalte ich. Gut, was können wir denn? Nee, mit Schal ist ja langweilig. Gute Frage. Ach, wieso nicht? Und dann noch was fürs Gesicht vielleicht. So eine kleine Narbe. Eine Brille. Da die Brillen alle Mist sind, mache ich damit mal nicht weiter. Gut. Kommen wir zum Anfang des Ganzen. Ja, South Park. Da zoomt er jetzt so ganz langsam rein. Und wir sehen unseren Einzug. Well, I think that's everything. We did it, hun. We're really moved in. It's a new beginning for us. Things are finally going to be good. Do you really think it will be better for him? They won't look for him here. We just need to make sure he doesn't attract any attention. Come on, let's see how he's doing. Sweetie, hun, you all dressed? Hey, champ. How do you like your new room? I know it's a big change for all of us, but, son, do you
remember why we moved to this quiet little mountain town? He doesn't remember. He doesn't remember at all. That's good. That's good he doesn't remember. Sweetie, we want you to have lots of fun here. Why don't you go out and make some friends? Right. Get outside and play, son. Like normal kids. We've got some money for you on the kitchen counter, sweetie. Just be back before it gets dark. Yeah, we love you too. Ja, genau. Erst mal gucken, den ganzen Kram hier. Und die Erklärung kenne ich schon alle. Allerdings, gut, ein paar von euch kennen die eventuell noch nicht. Es ist nicht so schwer. WASD, Leertaste ist zum Aktivieren von Gegenständen und der Rest wird noch erklärt. Soweit, so gut. Dann, ja, das ist verschlossen. Also, hier kann man dann sich alle möglichen Sachen nehmen, wenn man sie denn dann findet. Hier haben wir dann zum Beispiel ein paar typische South Park Eigenschaften. Zum Beispiel jetzt müssen wir hier... Oh, verdammt. Okay, das war schon mal besser. Moment. Ja, da haben wir es doch. Und lustigerweise können wir das jetzt auch nehmen. Und da steht dann auch wirklich ein Klumpen Scheiße. Duschen können wir übrigens auch, nachdem wir uns dann ja jetzt einmal dicke ins Klo gegriffen haben. Wörtlich, nicht bildlich. Können wir uns auch noch mal duschen. Wasser können wir laufen lassen, ist eh egal. Dann gehen wir mal runter. Hier ist... Irgendwas haben sie gesagt von wegen Küche. Hier war was und... Da sind nochmal 50 Cent. Schwarzer Blendschutz. Lustigerweise funktioniert das nicht wirklich als Blendschutz. Das macht es eigentlich mit dem fürs Auge noch heller. Aber im Endeffekt gewöhnt sich das Auge dann eher an die Helligkeit als wie auch immer. Ach ja, da war was. Dir wurde eine Quest aufgetragen. Drücke J, um deine Questübersicht zu öffnen. J. Ja, der Neue in der Stadt. Deine Eltern und du sind gerade erst nach South Park gezogen. Sie möchten, dass du rausgehst und Freunde findest. Geh nach draußen und finde ein paar Kinder, mit denen du Freundschaft schließen kannst. Dies ist eine Questübersicht. Wähle sie mit der linken Maustaste... Wähle mit der linken Maustaste eine Quest. Klicke doppelt auf die aktive Quest, um sie auf der Stadtkarte zu sehen. Okay. Ah, okay. Das ist... Gut, dann... Ja, so, man kann hier alles Mögliche hauen. Noch passiert da nichts. Von daher... Surferperücke, die hab ich schon auf. Okay. Vor allem in der schickeren Farbe. Gut, you shall die by my warhammer, Drow Elf! I banish thee to the forest realm! That way I banish you first! Haha! You can't hold out much longer! Help! Somebody! I can't hold out much longer! Help! Ja, Hey, no fair! That's cheating! I'm gonna tell my mom! Ja, wir sollten da jetzt gerade einschreiten. I didn't realize he had a health potion. My name is Butters the Merciful. I'm a paladin. I live right next door to you. We should be friends. Ja, du hast einen neuen Freund. Klicke auf die Homepage. Klicke auf deiner Homepage auf den Writer mit den Sammelobjekten, um alle Freunde zu sehen, die du gefunden hast. Das wäre dann Sammelobjekte. Ein Freund, Butters. Hier wäre dann noch Chin-Pokémon, Ausrüstung, Quests. Now that we're friends, you should speak with the Wizard King. He's been talking about your arrival. The Wizard lives this way, in the greenhouse, over there. Hey, where are you from? Ja, links Shift gedrückt halten und dann kann man rennen. Das mache ich schon die ganze Zeit. Das ist recht einfacher dann. Oh, hail the Grand Wizard! So, you are the new kid.
Your coming was foretold by Coldwell Banker. I am the Wizard King. But the time for talk is not now. Let me show you my kingdom. Gut, dann werden wir uns mal sein Königreich ansehen. Friend, Eric? Shut up, Mom. Not now. Ja, Captains Garagenschlüssel haben wir jetzt gefunden. Können wir gleich die Garage mit aufmachen. Welcome to the Kingdom of Koopa Keep. Ja. Our weapon shop here is tended by Clyde, a level 14 warrior. Here you can see our massive stables, overseen by the level 9 ranger, Scott Malkinson, who has the power of diabetes. And here, of course, is the breathtaking and lovely Princess Kinney, the fairest maiden in all the kingdom. Don't ask why Kinney wanted to be a chick, it's just how he seems to be rolling right now. Ja, das war die kurze Vorstellung der Leute. You may have heard of my deeds at the Battle of Stark's Pod. Ja. My loyalty is as incurable as my diabetes. Genau. So, eine Sache, die ich... Blumen für eine Prinzessin mit der Narzisse, das habe ich auch das letzte Mal direkt rausgefunden gehabt. Und jetzt gebe ich Kenny, oder der Prinzessin besser gesagt, die Narzisse, und dann freut sie sich. Ich habe eine Mission abgeschlossen und ein wenig EP bekommen. So, dann mal kurz. As Court Paladin, my job is to deliver the Wizard King's justice and his mail. As Court Paladin, my job is to deliver the Wizard King's justice and his mail. Aha, okay. You have been sought out, new kid, because humans everywhere are in great danger. I need something from you, and in return, I am prepared to allow you into my kingdom. I know you are very excited. It's time for your first quest, but first, please tell us thy name. Ja, okay, das hatten wir schon mal. Da steht dann Shinigami. Ja, sogar richtig geschrieben. You entered Douchebag, is that correct? Douchebag heißt eigentlich nicht Saftsack. Ich habe das mal eingegeben in Google Übersetzer. Das ist ein bisschen... Are you sure you want to keep the name Douchebag? Very well, Douchebag. You will now choose a class. Fighter, Mage, Thief or Jew. Gut, also, reden wir mal darüber, was wir hier haben. Wir haben einen Kämpfer, einen Magier, einen Dieb und einen Juden. Wer hätte es gedacht? Da ich als Magier nicht ganz so viel, nicht ganz so gut klarkomme... Jew, huh? So I guess we'll never really be friends. Moment. You look sneaky enough to be a thief. A Jew from New Jersey. So you're basically Kyle's mom, too. Ja gut, also als Jude weiß ich nicht, was man da so hat. Das sieht irgendwie aus wie so ein Elfen, Dunkelelfen-Priester oder sowas. Der Magier... A mage is like a wizard, only not as cool. Ja, der Magier eben, der schmeißt mit Zaubern um sich. A fighter has courage, der, honor and the ability to kick fucking ass. Ja, das... also das letzte Mal habe ich ja den Dieb genommen auf der englischen Variante. Wer das sehen will, kann dann mal reingucken. Dieses Mal werde ich den Kämpfer nehmen. Und, ja, ich will den Kämpfer nehmen. We welcome to our kingdom, Douchebag the Fighter. Hooray! Now please, go and visit the weapon shop. Procure yourself a weapon and we shall teach you to fight. Gut, dann holen wir uns mal eine Wappe. Would you like to see my wares, weary traveler? Perhaps you would like to hear tips and rumors for $2? Genau. Kaufen. Wir brauchen eine Kriegerklinge. Der Waffenschaden erhöht sich um zweimal um das Zweifache des Rüstungswert. Das ist natürlich krass. Das heißt, wenn ich... Was ist eine Vorschau? Hä? Ach, man kann... okay. Man kann gucken, wie es aussieht vorher. Sehr interessant. Kaufen könnte ich es mir schon. Aber mein Level ist noch nicht hoch genug.